habe wochenlang nicht gegessen. Ich habe nur Sojamilch getrunken oder halt ein Cappuccino. Ich habe ein Ziel, das Model. Und ich dachte, dieses Ziel ist das Ziel und deswegen magere ich mich ab ohne Ende. Du siehst dich nicht mehr. Das ist echt schlimm. Und so geht es so vielen jungen Frauen. Wenn man die Schlagzeile Söder-Tochter liest, dann schauen alle direkt hin. Ich bin ja auch sehr ähnlich wie er. Ich bin auch sehr direkt. Wer gegen ihn ist, ist auch gegen mich irgendwie so ein bisschen. Der Kiez hat eine neue Attraktion. Deep und deutlich. Ab jetzt aus dem Mojo Club. Direkt unter der Reeperbahn. Wir freuen uns über unsere neue Location hier im Mojo Club in Hamburg und über ganz tolle Gäste. Gloria Burkhardt ist da, Model und Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Sie litt an Magersucht und wurde in der Kindheit gemobbt. Wie sie heute darauf zurückblickt, jetzt bei Deep und Deutlich. Außerdem mit dabei Fashion- und Lifestyle-Influencer Nick Kaufmann und TikTok-Comedian Estefania Elisa. Ja. Gloria, jetzt haben wir es gerade in der Anmoderation getan. Wir haben dich unter anderem als Tochter von Markus Söder angekündigt. Wie sehr nervt dich das inzwischen, wenn Menschen das tun? Also im Endeffekt, das ist eine Tatsache und es ist ja auch eine Schlagzeile. Das heißt, natürlich erscheine ich auch nicht nur in Modemagazinen, sondern auch generell in den Medien und dementsprechend natürlich, wenn man die Schlagzeile Söder-Tochter liest, dann schauen alle direkt hin. Also von jung bis alt schauen alle diese Schlagzeile an. Von daher ist es okay und ich würde auch lügen, wenn ich diese mediale Aufmerksamkeit alleine bekommen hätte. Und dementsprechend bin ich da auch dankbar dafür, weil das hat mir natürlich in der Modelkarriere auch sehr geholfen. Also würdest du sagen, überwiegen eher die Vorteile als die Nachteile, wenn man ja das Kind einer bekannten Persönlichkeit ist? Also sagen wir es mal so, wenn man mit der Öffentlichkeit aufwächst, dann ist man jetzt zum Beispiel mehr vorbereitet drauf, frei zu reden oder Interviews zu machen. Da habe ich überhaupt gar keinen Druck. Aber damals war das schon schwierig, weil ich natürlich auch Lehrer hatte, die tatsächlich auch in einer anderen Partei waren und mich überhaupt nicht mochten. Und dadurch, dass ich... Echt? Ja, hat sich das bemerkbar gemacht? Ja, total. Also ich wurde zum Beispiel aus dem katholischen Unterricht wurde ich rausgeschmissen. Ja. Aber seid ihr gegen sowas vorgegangen? Also geht man da nicht dann hin und sagt, hallo, Entschuldigung, nur weil ich die Tochter von Markus Söder bin, kann ich jetzt hier nicht rausgeschmissen werden? Also wenn du ein Problemkind bist, dann glaubt man dir sowieso nicht. Meine Mama hat immer gekämpft für mich, stand immer hinter mir, mein Vater auch. Aber da merkt man einfach trotzdem, dass wenn du minderwertig bist, also wenn du eine Person bist und der Rest ist gegen dich, dann kannst du kämpfen, was du willst. Deine Meinung wird überhaupt nicht wahrgenommen. Mhm. Und das war mir dann auch egal, weil das Interessante ist, ich bin so gerne in die Schule gegangen, was ich selber nicht verstehe, weil ich hatte erstens sauschlechte Noten, obwohl ich ein IQ fast von Einstein habe. Zweitens... Wie hoch ist denn der IQ von Einstein? 160. Okay. Und, ich weiß gar nicht, wie hoch meiner ist, aber so. Nee, aber der musste damals festgestellt werden, weil ich halt ADS hatte und dann dachte man, okay, muss man mich auf eine Förderschule schicken. Hat man festgestellt, dass ich eigentlich hochintelligent bin, aber ich war halt sehr faul, weil mich halt alles gelangweilt hat. Und dann bin ich aber trotzdem jeden Tag so gerne in die Schule, weil ich mir eigentlich dachte, oh geil, jetzt habe ich wieder soziale Interaktionen, jetzt treffe ich wieder Menschen, jetzt kann ich wieder irgendwie, macht voll total Spaß. Du hast ja gerade ADHS angesprochen. Wie hat sich denn das in deiner, in deiner Zeit als Kind schon bemerkbar gemacht? Also als Kind, wenn man sich nicht verstanden fühlt, dann weiß man auch nicht, was man machen soll. Und bei mir war halt total viel Wut und Verzweiflung in mir dann drinnen, weil keiner mich verstanden hat. Ich wurde geschlagen, ich wurde getreten. Keiner hat verstanden, dass ich kreativ bin, dass ich gerne irgendwie singe, gern tanze, gern mich ausleben möchte. Und ich hatte immer Regeln, dass ich so sein muss wie alle. Ich muss still sein, ich muss ruhig sein. Warum bist du so bescheuert? Sei doch brav, sei doch lieb. Wie bist du denn dann mit den Herausforderungen, vor denen du standest, plus damit, dass deine Eltern schon getrennt waren, damit umgegangen? Also wie hat sich das bei dir ausgewirkt als Kind? Ja, also wenn man ohne das zweite Elternteil aufwächst, das ist schon schlimm. Also man merkt es schon, dass es in der Erziehung viel ausmacht, weil die Mama kann nie den Papa ausgleichen und der Papa kann nie die Mama ausgleichen. Also man braucht schon beide und das hat schon gefehlt, aber gleichzeitig war es aber auch so, dass ich so beschäftigt mit mir selber war, mich selber zu finden, dass es gar nicht so das Thema war. Und jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, war es das pure Glück. Ich habe mich so gefreut. Und ich meine, wenn man so einen Vater hat als Vorbild, was kann man, also für mich, er ist ein krasses Vorbild. Und ich finde es ganz toll, dass er an der Position war, deswegen, oder ist. Deswegen war es für mich gar kein Problem.
Aber natürlich bist du dann das uneheliche Kind, was dann auch noch ein Problem war. Das heißt ADHS, uneheliches Kind, groß. Also es gab so viele Themen immer. Waren das alles Themen auch in der Schulzeit? Also wurdest du genau mit den Themen auch konfrontiert von deinen Mitschülern? Also ja, selbst im Kindergarten. Im Kindergarten hat das angefangen. Ich wurde dreimal aus dem Kindergarten rausgeschmissen, weil es nämlich so war, dass die Eltern den Kindern gesagt hat, pass auf mit der, die ist ein schlechter Einfluss für dich, weil sie nämlich so hyperaktiv war. Obwohl die anderen alle gar nicht verstanden hat, dass ich war nicht negativ hyperaktiv, sondern ich wollte einfach meine Energie und Freude ans Leben mit jedem teilen. Und dann wurde ich rausgeschmissen. Meine Mama ist auch verzweifelt gewesen, deswegen war ich auch mit 5 Jahren dann halt schon in der ersten Klasse. Aber man merkt halt einfach, dass die Eltern geben auch eine falsche Erziehung den Kindern, dass es schlecht ist, dass es das schwarze Schaf ist. Also das schwarze Schaf ist hyperaktiv und ist anders als alle anderen. Du darfst nicht mit der sein. Und das Krasse ist, dass ich in anderen Kulturen, also mein einzigen Freundeskreis damals, bis ich 14 war, habe ich mit Personen anderer Kulturen gefunden. Ich war auf türkischen Festen, ich war auf italienischen Festen, ich war auf kroatischen Festen, ich war irgendwie überall auf solchen Geburtstagen und alles, weil solche Kulturen das total akzeptiert haben, wie ich war. Nur die deutsche Kultur fand es furchtbar. Und das hat mir dann auch immer so gezeigt, was geht eigentlich überhaupt ab? Estefania nickt und nickt und nickt und denkt so, ja. Kannst du she's right. Relaten. Das ist so true. Und ich finde das so schade, weil du hattest so viel Energie, so viel Freude. Und ich finde es schade, dass man einfach das Kind dann einfach einschränkt, dass man sagt, du bist nicht normal. Bro, was ist nicht normal? Energie zu haben, Freude zu haben und das mit Menschen teilen zu dürfen. So, ich find crazy, dass man sagt, dass das nicht normal ist, aber komplett ruhig zu sein und sich an allen Regeln zu halten. Also man darf ja nicht mal hinterfragen. Allein das ist schon falsch. Und das finde ich so, so schade einfach. So, aber ich finde es toll, dass du heute hier sitzt, dass du diese Geschichte mit uns teilst, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele das einfach fühlen. Du hast während des Studiums mit dem Modeln angefangen. Wie war das und war das die Zeit, in der es losging mit der Magersucht? Ja, also es war mit dem Modeln hat sich zufällig ergeben, weil ich auf eine Agentur dann gestoßen bin. Und dann habe ich mir gedacht, ach, ist ja ganz nett, damit Geld zu verdienen, neben dem Studium. Aber natürlich hat es dann auch damit angefangen, dass man sich dachte, okay, jetzt möchte ich aber Size Zero sein, weil alle Size Zeros sind auf den größten Fashion-Shows. Und da habe ich mir gedacht, muss ich auch sein. So, und es hat auch damit was zu tun gehabt, dass ich überhaupt kein Selbstbewusstsein damals hatte. Also habe ich mir gedacht, okay, das ist der Trend, also muss ich dann auch so sein. So, aber das war Anfang von dem ganzen Horror. Und im Endeffekt war es halt wirklich so, dass ich mir jedes Mal dachte, jeden Tag, wo ich nicht gegessen habe, habe ich mir gedacht, boah, mega geil, ich habe es geschafft. So, und das Thema ist aber, dass für mich Essen super wichtig ist. Also, wenn ich früher als Kind gegessen habe, ging es mir mega gut. So, und dann kann man sich vorstellen, was dann für eine Lebensfreude weg war. Essen ist was ganz Tolles. Ich liebe gesundes Essen. Heißt jetzt nicht, dass ich dauernd Pizza essen muss oder so. Aber wenn das wegkommt aus deinem Leben und du hast keine Energie mehr und keine Freude mehr im Leben, das war so schlimm, dass ich niemanden mehr gesehen habe. Dann war irgendwie, habe ich mir dann echt gedacht, so, wenn ich auch nicht ich selber sein kann und auch jetzt Model und ins Gesellschaftsbild noch dazu passe und meine Emotionen komplett verdränge, was will ich eigentlich auf dieser Welt, dann bringt mir das gar nichts. Wir sehen auch hier ein Bild. Ja, genau, das war in Mexiko, das war direkt nach New York. Das war die schlimmste Zeit tatsächlich, da habe ich dann gar nichts gegessen. Und da merkt man zum Beispiel wirklich auch, gar nichts. Also ich habe, das kann man sich nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie ich überlebt habe. Ich habe wochenlang nicht gegessen. Ich habe nur Sojamilch getrunken oder halt ein Cappuccino. Ich weiß es nicht. Der liebe Gott hat da irgendwie Glück mit, also hat mir noch eine zweite Chance gegeben. Deswegen muss ich manchmal krass weinen, weil das für mich so krass ist, dass ich diese zweite Chance bekommen habe. Das muss ich fast jetzt weinen, aber... Wenn du sagst, also du bist ja offensichtlich, also man sieht das Foto und das ist... Man hat Fragen, wenn man das Foto sieht. Und jetzt sagst du auch noch, du hast zu der Zeit nicht gegessen. Wie ist denn, wie war das denn? Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Haben das Leute nicht gemerkt? Wie ging es dir zu der Zeit und wie ging es den anderen damit? Also ich habe mich halt so krass isoliert. Das heißt, ich war auf keinen Partys, ich war auf keinen Dinners, ich war auf keinen Lunch. Ich war so komplett eingeschlossen eigentlich. Und meine Eltern habe ich auch gar nicht mehr gesehen. Also im Endeffekt hat es keiner
mehr so wahrgenommen, als außer auf den Bildern. Weil das war doch wahrscheinlich auch dann gepostet auf Instagram. Ja, das habe ich sogar gepostet und ich dachte noch, ich bin dick zu der Zeit. Also da denke ich mir dann noch. Also eine völlig falsche Wahrnehmung. Ja, eben, du siehst dich nicht mehr. Das ist echt schlimm und so geht es so vielen jungen Frauen. Wie war das denn tatsächlich, also bei den Reaktionen, du hast jetzt als geantwortet, du hattest wenig Kontakt zu Leuten und warst nicht draußen und so, aber wenn du das so gepostet hast, hat dann nicht deine Mutter angerufen und gefragt, was ja, los ist? Ja, aber mir war das alles egal. Also in dem Moment konnte mir jeder sagen, was er will. Es war mir egal. Also du lässt dir da auch nicht reinreden. Bei dem Thema sowieso nicht, weil ich dachte, das ist wunderschön. Ich habe ein Ziel, das Modeln. Und ich dachte, dieses Ziel ist das Ziel und deswegen magere ich mich ab ohne Ende. Dass dann die Modelagenturen in New York gesagt haben, und ich war bei den größten, und die haben alle gesagt, wir wollen dich nehmen. Und im Endeffekt haben sie dann gesagt, ja, du weißt was, die Zeit der Magermodels ist vorbei, wir können das nicht machen. Das haben sie aber nur im Nachhinein gesagt, weil sie Angst hatten, mich darauf anzusprechen. Und wie ging es dir dann, als du das gehört hast? Hast du das? In dem Moment dachte ich mir, ich war... dass ich nicht vorher aufgewacht bin. Ich habe mich richtig über mich selber geärgert. Das ist halt auch so, wenn du dann irgendwie auf dem Vogue-Cover bist und auf der Fashion Week und sonstiges, dann bist du dann sowieso mit so vielen Leuten, die alle so super skinny sind und dann ist es so normal für dich. Dann hast du mit normalen Menschen nichts zu tun, die jeden 3 Mahlzeiten, 4, 5 Mahlzeiten am Tag haben, abends zusammen essen gehen. Ich hatte ja nie irgendwie einen Familientisch, wo man zusammen gegessen hat. Und deswegen kannte ich das auch nicht. Und wenn du in dieser Fashion-Welt bist, da essen die Leute auch in Amerika zumindest sehr wenig. Als ich in meiner Essstörung war, habe ich das genauso wie du gemacht, dass ich probiert habe, alle von mir zu isolieren und niemanden davon etwas zu zeigen, obwohl es sehr offensichtlich war. Und gleichzeitig hatte ich aber auch immer das Gefühl, fragt mich, kommt auf mich zu. Also irgendwie wollte ich doch so ein bisschen gerettet werden. Aufmerksamkeit wolltest du wahrscheinlich. Kann sein, dass ich da vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit wollte und dass es vielleicht auch aus der Kindheit kommt. Aber wie war das bei dir? Hättest du dir gewünscht, dass dein Vater zum Beispiel mehr für dich in der Zeit da gewesen wäre? Nee, tatsächlich nicht, weil ich wollte eigentlich das Mitleid überhaupt nicht. Also ich bin so ein Mensch, ich mag Mitleid gar nicht. Und dementsprechend habe ich auch nicht danach mich gesehnt, ihn zu sehen oder meine Eltern generell zu sehen, weil ich nicht sehen wollte, dass sie das Leid haben, was ich hatte. Weil ich wusste, ich dachte mir, das ist mein eigenes Problem, das muss ich lösen. Und wenn man mal ehrlich ist, er hat genügend Belastungen, dass ich wollte einfach nicht noch on top da kommen, weil ich mir dachte, okay, das ist mein Schicksal. Aber eigentlich solltest du ja nie eine Belastung sein für deine Eltern, ne? Oder auch für... Ja, aber das hat aber auch wieder was mit Selbstbewusstsein zu tun. Wenn ich selbstbewusst gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, gut, ihr habt mich auf die Welt gebracht, helft mir jetzt bitte. Aber anstattdessen habe ich mir wieder gedacht, okay, gut, ich will nicht stören, ich will nicht. Und da merkt man einfach, Selbstbewusstsein ist the key. Ich finde es voll spannend, weil du hast gesagt, dass dein Vater ja so viel belastet ist von allen Seiten. Und ich glaube, ich habe das noch nie so oft von einem Kind gehört, dass es sagt, mein Vater oder meine Mutter ist so viel belastet. Und ich glaube, viele Eltern sind ständig belastet, weil ein Kind haben ist anstrengend und die Welt erwachsen sein ist alles so schwer. Wann kam der Moment für dich zu glauben oder zu verstehen, dass dein Vater so belastet ist von außen, dass du ihn nicht belasten willst? Also ich bin ein sehr sensibler Mensch. Deswegen habe ich das schon immer schon sehr jung erfahren. Also ich habe das, glaube ich, kann man jetzt nicht sagen, am Alter vielleicht mit 4, 5 schon bereits erfahren, weil da war ja schon Generalsekretär von Bayern, also von der CSU. Und da habe ich schon gemerkt, dass er sehr beschäftigt auch ist. Aber im Endeffekt sage ich das nur mit der Belastung, weil ich meine, er muss irgendwie ein ganzes Land, ganz Bayern helfen, führen und unterstützen. Und das ist eine Riesenbelastung. Aber gleichzeitig ist es ein großer Traum und er macht es auch so gut, finde ich. Aber trotzdem muss man ja auch die Realität sehen. Und es ist auch so, jeder hat unterschiedliche Belastungen. Also eine Mama, die Kinder hat, die hat genauso krasse Belastungen. Ja, deine Mutter ist dann ja zum Beispiel alleinerziehend. Also ich fand es auch spannend, dass du nie sagst, meine Mutter ist auch voll belastet zum Beispiel. Ja, meine Mama war von der äußeren Wirkung in der Öffentlichkeit nicht belastet. Sie war anders belastet. Meine Mama war natürlich mit mir belastet, weil sie war auch komplett, musste auch fulltime arbeiten. Es war jetzt nicht so, dass sie irgendwie, dass sie jetzt gesagt hat, sie lehnt sich zurück und sonstiges. Sie hatte jetzt keine reichen Eltern. Und dementsprechend war das schon ziemlich hart. Und deswegen verstehe ich oder finde es so krass, was alleinerziehende Mütter eigentlich leisten oder eigentlich jede Mutter leistet, weil es ist so hart, ein Kind zu erziehen, vor allem ein Kind mit ADHS. Aber meine Mama ist die Person, die die meiste Geduld hatte und Patient, also für mich auch ein extremes Vorbild, solche Nerven zu haben. Und das möchte ich ihr auch zurückgeben,
weil solche Frauen kriegen viel zu wenig Anerkennung. Du hast gesagt, du hast, einmal nochmal zurück, hast du dir dann Hilfe gesucht, als es losging mit der Magersucht? Also ich bin ja so gerne zu Psychologen gegangen, weil für mich war das immer so wie eine Reise, zu so ein Abenteuer zu sich selber, weil ich mir dachte, oh, jetzt finde ich wieder was heraus, was über mich selber. Aber im Endeffekt haben die mir alle nur gesagt, ach, sei lieb und sei mal ruhig und sonstiges. Aber das bringt mir ja gar nichts, wenn mir jemand sagt, sei mal ruhig. Also das ist für mich eher, das geht da rein und da raus. Und im Endeffekt habe ich mich nur gut gefühlt dort, weil ich über mich selber reden konnte. Aber nichts hat gewirkt, weil ich so viele Blockaden in mir hatte, die ich nicht entblocken konnte. Keiner konnte es. Und durch meinen Schauspielcoach konnte ich das erste Mal wirklich entblocken, weil er nämlich wirklich gesagt hat, geh mal tief in dich rein, was wirklich deine Verletzungen sind. Da würde ich gerne Fragen stellen, weil also ich persönlich komme ja auch aus einer Essstörung damals und mir hat eine Therapie sehr geholfen und auch ein Arzt. Ich brauchte das auch ganz dringend, damit ich überhaupt auch einen Kompass habe, um zu wissen, wo das hingeht. Und Essstörungen sind ja auch ganz individuelle Krankheitsbilder. Wenn du sagst, dir hat eine ja, Schauspielern oder Schauspielübungen, dass dir das geholfen hat. Wie meinst du das? Erklär das also, mal. Es gibt eine Methode, die heißt Method Acting. Also sagen wir mal, in Hollywood macht das eigentlich alle. Das unterscheidet sich zwischen dem deutschen Schauspiel und dem amerikanischen, dass du wirklich eigentlich die Rolle so erlebst, wie du bist. Also ich habe mir ein Beispiel rausgesucht, darf ich das kurz sagen? Ja. Ich habe nämlich mal auch mir durchgelesen, was das ist, das Method Acting. Und das bedeutet ja, dass wenn ich zum Beispiel als Schauspieler oder Schauspielerin in einer Situation bin, in der ich traurig sein soll, übe ich vorher, dass ich zum Beispiel aus meiner eigenen Vergangenheit eine Situation hervorhole und dann anfangen kann zu weinen. Oder ich gehe vorher, wenn ich weiß, ich muss gleich richtig frieren in dem Film, gehe ich in kaltes Wasser, in Eiswasser und habe dann einfach die Stimmung dazu. Was ich mich frage, wenn du sagst, das hat dir aus der Magersucht rausgeholfen, also kannst du mir nochmal genau erklären, wie? Also es hat mir aus der Magersucht geholfen, weil durch diese tiefe Nacht der Seele merkst du ja auch, wo die Blockaden sind. Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt an meine Kindheit erinnere, dann denke ich mir, oh Gott, da sind ja so viele Verletzungen, da sind ja so viel. Dann könnte ich zum Beispiel nicht mich fröhlich erleben, weil ich dann trotzdem noch immer solche Blockaden habe. Das heißt, oder wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich eigentlich eine happy Person spielen muss im Film, da merkt man aber trotzdem, dass ich nicht super happy sein kann, sondern es spiele, weil ich immer noch irgendwie nicht so ein Selbstbewusstsein habe, weil ich irgendwie mich nicht sicher fühle, aber ich spiele es vor. Wenn ich aber in mir drinnen erstmal merke, was hat mich damals eigentlich verletzt in der Kindheit, was war da für Probleme, was habe ich eigentlich noch für Probleme in meinem Leben an meinem Selbstbewusstsein, wie kann ich mein Selbstbewusstsein überhaupt aufbauen? Und das hat mir geholfen. Im Endeffekt hat mir mein Selbstbewusstsein erstmal geholfen, meinen Weg zu verfolgen. Ja, sorry. Ich habe eine Frage. Hat sich in den letzten 3 Monaten, seit du so mit Schauspielen angefangen hast, du meinst, das Method Acting machst du seit 3 Monaten ungefähr, hat sich dein Verhalten oder deine Beziehung zu deinen Eltern sich irgendwie verändert? Ja, total. Im Endeffekt denke ich mir, wenn ich meine Eltern sehe, freue ich mich so, sie zu sehen, weil ich gar keine Vorwürfe denen mehr mache. Weil früher habe ich mir halt Vorwürfe oder ihnen Vorwürfe gemacht, dass sie hätten ja anders sein können, sie hätten ja mehr da für mich sein können und sonstiges. Und jetzt mittlerweile denke ich mir, okay, es war halt so, aber es hat mich zu dem Menschen gemacht, wer ich bin. Und Vorwürfe gegenüber denen zu machen, bringt auch nichts. Und wir haben uns klar ausgesprochen. Und diese klare Aussprache mit meinen Eltern, was ich nicht okay fand als Kind und was ich okay fand und dankbar bin, hat auch viele Blockaden in mir gelöst, wo ich mir echt dachte, so, ich habe eine ganz andere Beziehung mit meinen Eltern. Und wenn ich meine Eltern sehe, dann freue ich mich total, die zu sehen. Und das ist nicht mehr auf dem Level die kleine Gloria, sondern es ist auf dem Level die große Gloria, aber in dem Sinne, dass ich einfach dankbar bin für deren Zeit und für deren Energie. Ich finde das sehr schön. Wenn du sagst, ihr habt euch ausgesprochen, heißt das, ihr bemüht euch auch, dass ihr dann trotz dessen deine Eltern getrennt sind, auch mal, keine Ahnung, Weihnachten oder Ostern zusammensitzt, um vielleicht normal miteinander zu reden, oder ist das bei euch nicht der Fall? Also, das Thema ist, meine Eltern, die haben jetzt keinen Kontakt mehr, seitdem ich fast geboren bin. Also dementsprechend habe ich die Kommunikation mit 5 Jahren selber von meinem Handy gemacht. Ich habe ein Handy bekommen, das war ganz cool, da habe ich so ein Handy bekommen, natürlich keiner mit 5 Jahren,
Aber das war halt auch nur, weil ich halt zur Schule immer 12 Stationen fahren musste mit der Straßenbahn, was auch untypisch war mit 5 Jahren. Aber meine Eltern hatten auch keine andere Wahl, weil beide gearbeitet haben. Aber das Thema war schon immer, dass meine Mama ja ganz allein war, meine Opa und Oma. Ich bin ohne Opa und Oma aufgewachsen. Ich hatte, alle sind vorher verstorben. Und dementsprechend hatte ich meine Mama daheim und ich habe bei meinem Vater nie Weihnachten verbracht, weil es war halt schon so, dass ich meine Mama nicht alleine lassen wollte und ich wollte es halt einfach nicht. Also selbst wenn ich zu meinem Vater, mein Vater hat schon gesagt, du kannst doch zu uns kommen und sonstiges, aber das wollte ich einfach nicht. Und meine Geschwister sind ja auch da, mit denen verstehe ich mich ja auch gut und alles. Aber meine Mama ist die Person, die die meiste Geduld hatte und also für mich auch eine Vorbild, ein extremes Vorbild, solche Nerven zu haben. Stichwort Vorbild. Eines deiner Vorbilder ist Marilyn Monroe. Ja, sie, für mich ist sie ein krasses Vorbild, weil sie hatte einen Traum, sie hatte nur Plan A und sie hat das durchgezogen. Und solche Menschen respektiere ich extrem, die einen Wille haben und sagen, ich fokussiere mich auf eins. Und sie hat sich zum Beispiel auf Schauspielerei fokussiert. Sie hat gesagt, nur das. Sie hat sich von der ganzen gesamten Umwelt abgeschottet. Ich finde solche Frauen, die so kämpfen, so beneidenswert und die sich von niemandem was reinreden lassen. Wer übrigens auch Marilyn Monroe nachgeschauspielert hat, ist noch jemand aus deiner Familie. Das habe ich ja voll vergessen. Oh Gott. Wie überzeugend findest du denn Markus Marilyn Monroe Söder? Also ich muss sagen, ich habe total vergessen, dass er sich so verkleidet hat. Schön, aber dass wir dir das heute nochmal auf jeden Fall. Also ich muss sagen, der Blick ist sehr zielstrebig, das finde ich sehr gut und ich, im Endeffekt muss ich sagen, finde ich es toll, dass er einfach das macht, was er will und dass es ihm egal ist, was die anderen denken sollen, dass er seinen Charakter auch so zeigt, in dem Sinne, dass er einfach mal verrückt ist, dass er was rumprobiert und ja, tolle Inspiration, glaube ich, für uns alle, einfach mal zu machen, was wir wollen. Wie findet der denn deine Schauspielkarriere? Also sagt der auch Weiße Gloria mega oder ist er manchmal auch traurig, dass er sagt, Mann, wir hätten hier in der CSU schon noch jemanden gebrauchen können? Also mein Vater, mit dem habe ich schon drüber geredet, dass ich nicht der nächste Politiknachwuchs bin und dass ich nicht in seine Fußstapfen treten werde. Ich glaube, da hat er jetzt auch kein Problem, dass ich es nicht tun werde. Aber ja, im Endeffekt ist es schon so, klar, Stabilität und Sicherheit im Leben, glaube ich, da denkt sich jeder Vater, ist toll, wenn die Tochter dann Familie hat und Kinder und sonstiges. Aber im Endeffekt, sagt mein Vater immer, hat auch früher als Kind, der hat mir nie gesagt, studier das oder das. Der hat immer gesagt, mach das, was du willst. So, und das mache ich jetzt. Und das erste Mal in meinem Leben mache ich wirklich, was ich will. Und als Schauspielerin finde ich das mega cool, weil er Filme auch liebt. Hat schon gesagt, er freut sich, wenn er mich im Kino sieht. Und was ich so toll fand, ist, dass er jetzt irgendwie schon so Filmproduzenten, die er kennt, schon sagt, dass ich Schauspielerin bin. Und da merke ich halt, dass er das total fordert. Das öffnet die Türen. Ja. Und ich würde mal sagen, wir freuen uns, wenn wir dich dann auf der Leinwand sehen können. Also Aminata und ich gehen auf jeden Fall mit Popcorn ins Kino. Da kannst du von ausgehen. Unseren Support hast du da sicher. Leute, nicht wegklicken, denn hier geht's direkt weiter mit dem nächsten Talk. Oder ihr schaut hier bei unseren Kollegen von Funk vorbei. Und wenn ihr die ganze Runde deep und deutlich sehen wollt, guckt einfach in die ARD-Mediathek.